Was haben diese Hydro-Weihnachtskekse mit Aluminium-Recycling und Abfall gemeinsam? Mehr als du denkst. Kekse sind eine großartige Analogie für den Kohlenstoffdioxidgehalt und die Berechnung des CO2-Fußabdrucks. Du siehst den Kohlenstoffdioxidgehalt oder die vorhandenen Kalorien in ihren Produkten oder Lebensmitteln nicht, aber sie sind da. Die Schwierigkeit bei Aluminium liegt darin, dass seine Kohlenstoffdioxidemissionen stark variieren können, je nach Herstellungsort und Methode. Ähnlich beeinflusst das Rezept die Kalorien der Kekse. Zum Beispiel haben unsere Hydro-Weihnachtskekse 400 Kalorien pro 100 Gramm. Aluminium ist zwar endlos recycelbar, aber nicht alle Recyclingprozesse sind gleich. Manche erzeugen mehr Abfall, vergleichbar mit den Teigresten bei der Herstellung. Der ausrangierte und wiederverwendete Teig enthält nach wie vor 400 Kalorien pro 100 Gramm. Das kann also nicht als kalorienfrei, beziehungsweise das Aluminium nicht als CO2-emissionsfrei verkauft werden, oder? Leider denken nicht alle so. Manche preisen ihre Industrieschrotte, sogenannter Pre-Consumer Scrap, als kohlenstoffdioxidfrei an, selbst wenn sie die gleichen Kalorien bzw. Emissionen wie die Originalcharge haben. Wir bei Hydro sind achtsame Bäcker, Esser und Kommunikatoren. Sei auch du ein achtsamer Verbraucher und mache mit uns den Unterschied.